Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim und ihr schaut den Astrofotocast. Heute möchte ich einmal über das Thema Tone Mapping sprechen. Eine besondere Art und Weise der Bildbearbeitung für Schmalbanddaten. Und ich wollte das mit meinem L-Extrem-Filter einmal vormachen. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen in die Hose gegangen. Ich habe mich entschieden, trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ein Video zu machen. Wie das alles ausgegangen ist, das seht ihr nach der Intro. Ja, wie in der Intro angedeutet, ich wollte eigentlich heute ein Video über das Tone Mapping machen und hat das alles innerhalb von 2 Tagen vorbereitet, habe unendlich lange rumprobiert an meinen Bilddaten und letztendlich habe ich es verworfen und habe dann gedacht, jetzt kann ich kein Video darüber machen. Dann bin ich abends ins Bett gegangen und habe kurz vorm Einschlafen gedacht, warum eigentlich nicht? Warum sollte ich daraus jetzt kein Video machen, nur weil es nicht funktioniert hat? Vielleicht ist es ja gerade interessant, auch mal zu sehen, wenn etwas nicht klappt. Und vor allen Dingen, ich habe trotzdem ein Bild am Ende herausbekommen und da möchtet ihr ja vielleicht auch wissen, wie ich das dann letztendlich gemacht habe. Unter Tone Mapping versteht man eigentlich die Zuordnung von Schmalbandbildern zu einer Farbe. Also ihr kennt das von der Hubble-Palette. Da wird mit einer Monochromkamera zum Beispiel ein H-Alpha-Kanal aufgenommen. Der wird dann der Farbe Grün zugeordnet. S2, also Schwefel, wird der Farbe Rot zugeordnet. Und O3 wird der Farbe Blau zugeordnet. Diese Zuordnung, das eben Zuordnung heißt übersetzt Mapping und Tone kann man als Farbton vielleicht interpretieren. Und das ist eben Tone Mapping. Bei jeder Kamera, auch bei so einer Kamera hier, passiert ein Tone Mapping. Diese Chips, das sind ja keine Farbchips. Die haben ein Farbfilter-Array vor den Filterelementen, vor den Pixeln, aber es sind ja in Wirklichkeit Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die hier entstehen. Und auch die werden dann eben Farben zugeordnet, nämlich Rot, Grün und Blau. Und auch da passiert ein Tone Mapping. Aber dass man das aktiv wirklich selber machen muss, das ist der Unterschied. Unter Tone Mapping verstehen viele von euch aber auch diese spezielle Methode, die ein finnischer Astrofotograf, nämlich Jukka-Pekka Metsävainen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, entwickelt hat vor vielen Jahren, der damit große Erfolge feiert. Ihr seht den gerade, der ist gerade mal wieder in aller Munde, weil er ein Wahnsinnsmosaik gemacht hat, wo er, glaube ich, über 12 Jahre Bilddaten gesammelt hat und hat ein ganzes Mosaik der Milchstraße nur mit Schmalbanddaten gemacht. Gut, also viele verstehen unter Tone Mapping eben diese Methode nach JPM, so kürze ich ihn mal ab. Aber Tone Mapping kommt eigentlich aus einem anderen Bereich oder kommt eigentlich zum Beispiel von den Hubble-Bildbearbeitern, die da schon eh und je mit dieser Technik gearbeitet haben. So, Anfang März war ich ein paar Nächte draußen, da hat leider immer der Mond geschienen. Der Mond hat leider einen schlechten Einfluss auf den Dual Narrowband Filter insofern, dass der ohnehin schwache O3-Kanal durch das Mondlicht eigentlich noch stärker geschwächt wird. Und das konnte man im fertigen Bild auch gut sehen, denn mein Rosettennebel, der ist eigentlich total rot geworden. Da hätte ich genauso gut mit einem H-Alpha-Filter belichten können. Jetzt war meine Idee, ich mache dieses Tone Mapping nach Jukka-Pekka Metsävainen und push den O3-Anteil. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Im ersten Schritt werden die Bilder gestackt. Das mache ich hier in der Software AstroPixel Processor. Einfach aus dem Grunde, weil diese Software eine schöne Möglichkeit bietet, aus diesen Dual Narrowband Filtern die einzelnen H-Alpha und O3 Kanäle zu extrahieren. Dafür klickt man hier einmal dann auf das entsprechende oder auf die entsprechende Methode und kann dann nacheinander zum einen den O3 Kanal extrahieren oder den H-Alpha Kanal. Dann habe ich das Ganze noch ein bisschen kosmetisch vorbereitet, habe Gradienten entfernt und das habe ich eben mit dem H-Alpha-Kanal gemacht, das habe ich mit dem O3-Kanal gemacht und ich habe mir einen künstlichen Luminanzkanal, der aus all diesen Daten zusammengebaut wurde, ebenfalls noch erstellen lassen. Dann habe ich eben als Kontrollbild einmal das Bild ganz normal als RGB-Bild gestackt. Ich habe diese Bilder gestretched und als TIFF abgespeichert und dann in Adobe Photoshop geöffnet. Ganz wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel einen Crop vornehmt, dann müsst ihr die Bilder nochmal aufeinander registrieren. Auch das habe ich im AstroPixel Prozessor gemacht und habe dann hier diese 3 schwarz-weiß Bilder einmal in Photoshop geöffnet. Den Luminanzkanal, den künstlichen Luminanzkanal, der eben eine Mischung aus H-Alpha und O3 ist. Und dann einmal den H-Alpha-Kanal und eben noch
den O3-Kanal. Das Besondere an dieser Tone-Mapping-Methode, die ich euch zeige, nämlich die nach Yucca-Pecca-Mezza-Vaino, ist die, dass man diese Farbsynthese der Bilder nicht mit diesen Rohbildern vornimmt, sondern dass man die Bilder erst noch bearbeitet. Dazu entfernt man einmal die Sterne aus dem Bild und dann kommt die Fleißarbeit. Man muss sämtliche Haarlos, die dann noch in dem Bild von den Sternen übrig bleiben, entfernen. Und das ist so eine Tüftelei. Da benutze ich zum Beispiel den Clone Stamp Filter. Ich benutze aber auch den Gradient X Terminator, um den Hintergrund noch ziemlich sauber zu kriegen. Und ganz am Ende wird das Bild mit einem Gaußschen Weichzeichner auch noch weich gezeichnet. Denn die Details, die holen wir uns nachher aus dieser künstlichen Luminanz. Es geht hier nur darum, die Farben zu erstellen. Die können ruhig total entrauscht und weich gezeichnet werden. Wenn ihr damit fertig seid, dann kommt der eigentliche Clou, der Fun Part an der Geschichte. Mit den Gradationskurven kann man jetzt dann diese entsternten und bearbeiteten Kanäle wirklich noch pushen. Also ich ziehe den Weißregler zum Beispiel ziemlich nach links. Mit dem Mittenregler kann man auch noch arbeiten. Der Hintergrund wird völlig irgendwie dunkel gesetzt. Und so kann man also noch ein sehr, sehr kontrastreiches Bild in den einzelnen Kanälen erreichen. Also die Bilder werden wirklich mit den Gradationskurven nochmal äußerst stark gestretched, eben auch immer weich gezeichnet, so dass kein Rauschen mit hochkommt. Hier muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, natürlich, damit man es nicht übertreibt, aber ihr könnt hier relativ viel Gas geben. Zumindest ist das in der Methode und in den Workshops, wo ich die Methode gelernt habe, wurde das immer so gemacht. Jetzt kommt das eigentliche Tone-Mapping. Also hier werden jetzt diese Schwarz-Weiß-Bilder wirklich Farben zugeordnet. Die werden eingefärbt richtig in Adobe Photoshop. Dazu erstelle ich ein neues Bild. Und ganz wichtig ist, dass man den Bildmodus auf RGB Farbe stellt. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ansonsten funktioniert die ganze Methode nicht. Und dann geht man hin, nimmt zum Beispiel den H-Alpha-Kanal, kopiert ihn in die Zwischenablage und legt ihn als neue Ebene in dieses eben neu erstellte Bild ein. Und dann wird auf diesen H-Alpha-Kanal letztendlich eine Farbebene angewandt. Man erstellt jetzt eine neue Einstellungsebene und zwar mit der Funktion Farbtonsättigung. Wichtig ist, dass man diese Einstellungsebene auf Schnittmaske stellt und dann kann man in dem entsprechenden Menü, was dann auf der rechten Seite in Photoshop aufgeht, kann man das kleine Häkchen bei Färben setzen und jetzt zum einen den Farbton wählen, mit dem man eben diesen Kanal einfärben möchte, also zum Beispiel Rot, Grün oder Blau. Rot ist zum Beispiel bei der Einstellung 0, Grün ist bei 120 und Blau ist bei 240. Kann man sich wie ein Farbrad eben vorstellen. Das sind dann die Gradangaben 0 Grad, 120 Grad und 240 Grad. Dann kann man noch natürlich die Sättigung einstellen und die Helligkeit des Kanals einstellen. Dafür gibt es Standardwerte. Die Sättigung setze ich immer auf 100%, die Helligkeit auf minus 50. Jetzt haben wir ja nur zwei Kanäle, das heißt, wir müssen ein sogenanntes Bicolor erstellen und dazu müssen wir noch einen kleinen Trick anwenden. Das heißt, zuerst nehmen wir jetzt den O3-Kanal und legen den einfach als zweite Ebene über den H-Alpha-Kanal. Jetzt müssen wir beide Kanäle einmal kopieren und dann noch verschieben. Also der H-Alpha-Kanal, davon wird ein Duplikat erstellt und wird über den ursprünglichen H-Alpha-Kanal gelegt. Der O3-Kanal wird auch dupliziert, der wird aber unter den eigentlichen O3-Kanal gesetzt. Ich weiß, das wird jetzt gerade ein bisschen unübersichtlich. Ihr könnt euch aber auch die Originalanleitung dieser Methode anschauen auf der Seite von Steve Canistra. Werde ich unter dem Video verlinken. Also, diese Kopie von dem O3-Kanal, daraus wird jetzt wiederum eine Schnittmaske erstellt. Und wichtig ist, dass man den Ebenenmodus dann auf Multiplizieren stellt. Und so wird aus diesen beiden Kopien, die wir da erstellt haben, in der Mitte ein künstlicher dritter Kanal, unser Grünkanal, erstellt. Jetzt geht's ans Einfärben dieser drei Kanäle. Also der H-Alpha-Kanal, der unterste Kanal, da erstelle ich eine neue Ebenenmaske, Farbtonsättigung,
als Schnittmaske. Das ist immer ganz wichtig, dass man das Häkchen hier setzt. Und dann kann ich letztendlich, kann dem noch zur Übersicht auch eine rote Farbe geben, dann kann ich letztendlich in diesem Menü, was hier erscheint, einmal das Häkchen bei Färben setzen. Und jetzt kann ich den Farbton wählen. Der steht per Default schon auf Rot und ich kann jetzt hier auch irgendwelche anderen Farben natürlich einstellen, aber ich lasse den natürlich auf Rot. Ich will ja einen roten H-Alpha-Kanal. Also lasse ich den ganz links oder wahlweise auch ganz rechts bei 360 stehen. Und dann muss ich noch letztendlich die Sättigung auf 100% setzen und die Helligkeit auf minus 50. Das sind Erfahrungswerte, die sich so etabliert haben und die, glaube ich, jeder Bildbearbeiter auch benutzt. Wenn ich jetzt mal die drüber liegenden Ebenen deaktiviere mit dem Augensymbol, dann sieht man auch letztendlich, wie dieser Kanal eingefärbt wurde. Der ist jetzt also wirklich tiefrot. Das ist unser H-Alpha-Kanal eben jetzt als Rotkanal. Unter Umständen könnt ihr hier mit der Helligkeit noch ein bisschen rumspielen. Da geht es aber wirklich um minimale Prozentpunkte. So, dieses ganze Prozedere wiederhole ich jetzt für die anderen Kanäle. Also für unseren künstlichen Grünkanal wird jetzt auch so eine Farbebene erstellt. Wieder nach dem gleichen Muster, neue Einstellungsebene, dann eben Farbtonsättigung, Schnittmaske erstellen, dann auf Einfärben klicken. Ich kann hier eben auch noch nur der Übersicht dient das, eine Farbe wählen, hier klicken jetzt auf Färben und dann Grün liegt eben bei 120 Grad. Dann kann ich hier auch wieder die Sättigung auf volle Pulle stellen und die Helligkeit auf minus 50. So habe ich meinen grünen Kanal erstellt. Und jetzt kommt der Clou, dass diese Einstellungsebene oder diese Ebene über die Ebenenfunktion negativ multiplizieren über das Bild gelegt wird. Last but not least mache ich das jetzt noch mit dem dritten Kanal. Das wird unser Blaukanal, also gleiches Prozedere, neue Einstellungsebene, Farbton, Sättigung, wenn man es dann findet. Und dann hier wieder das Häkchen bei Schnittmaske erstellen, der Übersicht halber eine Farbe geben. Dann kann ich oben das Häkchen wieder bei Färben setzen, wähle jetzt hier 240 Grad, das ist blau. Und dann wieder Sättigung auf 100%, Helligkeit auf minus 50. Und ich muss dann auch wieder diese Ebene mit der Bildinformation auf negativ multiplizieren setzen und dann habe ich ein RGB-Bild. So, zuletzt spiele ich noch so ein bisschen mit den Farben rum. Also den Rotkanal, den setze ich meistens hier auf so einen Wert. Ich finde einfach dieses etwas orange-rot, das kommt irgendwie besser rüber als dieses wirklich ganz rot. Das gefällt mir persönlich besser. Dann kann ich noch so ein bisschen zum Beispiel an der Helligkeit schrauben. Wie gesagt, nur wenige Prozentpunkte. Und ganz zum Schluss gehe ich meistens noch hin, nehme die selektive Farbkorrektur und spiele noch weiter an den Farben rum. Letztendlich stelle ich hier den Blau- und den Rotkanal nochmal so ein, bis es mir wirklich von den Farben her optimal gefällt. Ganz zum Schluss speichere ich diesen ganzen Weihnachtsbaum, nenne ich ihn mal, ab. Das kann man als Photoshop-Datei abspeichern. Dann kann man jederzeit nämlich auch wieder Korrekturen dieser Farbsynthese durchführen, falls einem das Endergebnis doch nicht passt. Und im allerletzten Schritt reduziere ich diesen ganzen Baum auf eine einzige Ebene. Das wird dann nachher mein Farbkanal. So, jetzt habe ich diesen völlig weich gezeichneten Farbkanal. Das sind wirklich nur die Farbinformationen. Was uns da jetzt fehlt, ist die Luminanzinformation. Da nehme ich jetzt meinen künstlichen Luminanzkanal, den ich mir ja auch in der Stacking-Software habe erstellen lassen. Zum Glück sind diese Kanäle aufeinander registriert. Das heißt, ich kann diesen Luminanzkanal einfach als Luminanz über oder unter, wie man will, die Farben mischen. Und dazu benutze ich den LAB-Modus. Das heißt, ich gehe in diesem Farbbild nicht mehr auf den RGB-Modus, sondern wechsle oben unter den Bildeinstellungen auf LAB-Modus. Wenn man dann in die einzelnen Kanäle geht, dann erkennt man dort auch die Luminanzinformationen und durch Steuerung C, Steuerung V, also Copy and Paste, füge ich jetzt einfach die künstliche Luminanz in mein Farbbild als Luminanz rein.
Wichtig ist, dass man anschließend wieder auf RGB umstellt, ansonsten gibt es Probleme in der weiteren Nachbearbeitung. So, nachdem ich das jetzt alles gemacht habe, habe ich mir dann das fertige Bild angeschaut und habe gedacht, ja, eigentlich hat das ja prima funktioniert. Also man sieht, dass dieser Rosettennebel jetzt im Zentrum deutlich mehr Blau hat als in der normalen Aufnahme. Und das war ja eigentlich auch Ziel dieser ganzen Geschichte. Aber ja, ich habe einfach festgestellt, mir gefällt das irgendwie nicht. Das sieht zu hart bearbeitet aus. Man erkennt richtig, dass hier ja eben das, was diese Methode macht, dass man da nämlich unfassbar an den Reglern rumdreht, rumschraubt, manipuliert. Ja, das sieht man meiner Meinung nach letztendlich dem Bild an. Das hat mir einfach nicht gefallen. So, als Kontrollinstanz habe ich dann einmal dieses Bild vom Rosettennebel mit dem Duo Narrowband Filter ganz normal als Farbbild gesteckt. Das wollte ich euch zeigen als vorher, nachher und wollte euch zeigen, wie toll meine Tone Mapping Methode funktioniert. Und als ich mir dann dieses Kontrollbild angeschaut habe, habe ich gedacht, das sieht viel schöner aus als das, was ich da jetzt in 2 Tagen am vergangenen Wochenende mit dem Tone Mapping zurechtgebastelt habe. Und habe dann den kompletten Plan verworfen. Innerhalb von einer halben Stunde hatte ich dann ein Ergebnis, was mir viel besser gefallen hat. Und was ich da gemacht habe, dazu benötige ich wiederum Techniken aus dem Tonmapping. Insofern war das nicht ganz umsonst und insofern ist das auch für euch nicht ganz umsonst. Das zeige ich euch jetzt. So, das ist jetzt, wenn man so will, die Kontrollinstanz. Das war die Aufnahme, die ich gemacht habe, ganz einfach als Farbbild gesteckt im Astropixel-Prozessor. Das kam dabei raus und am Anfang habe ich gedacht, naja, das Bild ist halt ziemlich rot, da fehlt der O3-Kanal und das schaue ich mal, ob ich das irgendwie verbessern kann. Nochmal, ich zeige euch jetzt nochmal das Ergebnis meiner ganzen Tone-Mapping-Orgie. Und jetzt ist das ein bisschen unfair, weil der Hintergrund hier, das ist jetzt aus dem Schwarz-Weiß, aus der Schwarz-Weiß-Luminanz. Und die Sterne sind ja auch schwarz-weiß. Also ich müsste jetzt hier noch die RGB-Sterninformation einfügen. Insofern ist das gerade ein bisschen unfairer Vergleich. Aber man sieht doch sehr deutlich, ja, hier bei dieser Tone-Mapping-Geschichte ist es blau jetzt da. Und insgesamt wirkt das Ganze aber sehr hart bearbeitet. Tja, ich weiß auch nicht, mir gefällt es einfach nicht. Wenn ich mir jetzt irgendwie die Kontrollinstanz angucke, dann ist das insgesamt harmonischer. Also auch wenn ich mal ein bisschen reinzoome, das sieht doch so gut aus. Also das Einzige, was vielleicht stört, ist, dass eben ja sehr wenig bis gar kein Blau drin ist. Aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben hier letztendlich H-Alpha in dem Nebel, wir haben O3, wir haben S2. Und wenn das alles gleich hell wäre, dann würde ja in der Summe in der Mitte auch nicht blau rauskommen, sondern es würde letztendlich grau bzw. weiß rauskommen. Das heißt, eigentlich ist diese Abstufung von Rot und zum Zentrum hin in Richtung so ein blasser, ja beinahe Grauton, ist eigentlich ziemlich realistisch. Und das Einzige, was ich mir jetzt geklaut habe aus meiner Tone-Mapping-Methode, ist, dass ich hier diesen sternlosen O3-Kanal, den ich mir extrahiert habe, genommen habe, habe den ja ähnlich bearbeitet wie eben bei meinem Tone-Mapping, habe den jetzt mal hier als Ebene oben drüber gelegt über das Bild. Jetzt kann ich noch mal kurz, ich mache das jetzt nur zu Demonstrationszwecken, das noch mal so ein bisschen pushen. So, ich habe den jetzt nicht gesäubert und so weiter und so fort. Und jetzt gehe ich hier hin, Ebene, neue Einstellungsebene, Farbtonsättigung, Schnittmaske, also exakt das, was ich vorhin gemacht habe. Stell das Ganze auf Färben und wähle jetzt hier tatsächlich Blau aus. 240, 100% Sättigung, minus 50 Helligkeit, diesen Ebenenmodus auf negativ multiplizieren. Jetzt habe ich da plötzlich was Blaues. Jetzt wird der Hintergrund aber auch blau. Das heißt, das muss ich immer so ein bisschen abfedern. Das mache ich in der Regel so, dass ich hier eine kleine Gradationskurve ansetze und immer darauf achte, dass der Hintergrund nicht blau wird, der Nebel aber schon. Ja, so. So, und das habe ich. Jetzt könnte man das auch so lassen. Mir gefällt das einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe in letzter Zeit häufig solche Bilder, die so oder so ähnlich aussehen. Und ich kann mich damit nicht anfreunden. Tut mir leid. So, deswegen gehe ich hin und mache es nur ein bisschen. Und zwar ungefähr so. Ja,
ich lande immer wieder bei allen Einstellungen, die ich mache, hier bei ungefähr einem Drittel. So. Und so finde ich, sieht das gut aus. So kann man das meiner Meinung nach lassen. Man könnte jetzt noch diesen ganzen Salat duplizieren. Und in der zweiten Ebene könnte man jetzt hingehen, um ziemlich realistisch zu sein, könnte man das Ganze jetzt noch grün einfärben. Und dann passiert das, was ich vorhin gesagt habe. Das Zentrum wird eigentlich eher weiß und das ist wahrscheinlich das Realistischste bei der ganzen Betrachtung. Das war mir dann wiederum ein bisschen zu fade. Ja, dieser O3-Filter, der ist ja nicht blau und der ist auch nicht grün, der ist türkis. Das liegt genau auf der Mitte, sage ich mal, zwischen grün und blau. Deswegen wäre das eigentlich die beste Vorhergehensweise. Und dann wird, wie ich vorausgesagt habe, das Zentrum eigentlich so, ja, fast grau-weiß. Kann man sich auch mal drüber unterhalten, ob man es so macht. Ich habe es letztendlich so belassen. Hoppala, ist alles grün. Dass ich, ja, dass mich dafür entschieden habe und habe dann letztendlich aus einem anderen Bild, was ich noch hatte, RGB-Sterne genommen, habe die darüber gelegt, ebenfalls mit dem Modus Screen, habe dann meine übliche Bildbearbeitung gemacht, das Bild noch richtig rumgedreht und dann sieht es am Ende so aus. Und ganz ehrlich, damit bin ich ziemlich zufrieden und ich finde das Bild viel schöner als das, was ich irgendwie in 2 Tagen versucht habe, mit dem Tone Mapping hinzubekommen. Ja, es war jetzt mal ein anderes Video. Ich mache in letzter Zeit häufiger mal Videos, die nicht so sind wie meine alten Videos. Also auch hier zeige ich mal, was nicht funktioniert hat und ja, wie man dann letztendlich ein bisschen durch Improvisation doch zu einem fertigen Bild kommt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked und teilt vor allen Dingen dieses Video sehr gerne. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.